Anna, ich bin so froh, dass du endlich jetzt wieder Zeit hast. Freunde, ich bin so froh, dass wir uns wieder treffen können. Schade, dass Sarah nicht dabei sein kann. Aber sie wird ganz viel Spaß in England haben. Schaut mal, ich habe sogar ein Foto von ihr. Das ist ja total knuffig. Ja, nicht wahr? Oh, ich habe wieder eine Nachricht bekommen. Oh nein, wie kann das nur passieren? Was ist denn passiert, Hannah? Ich weiß, das klingt jetzt total unrealistisch und das ist es ja auch. Aber ich habe die Hochzeit meiner Eltern vergessen. Du hast was? Ihr wisst, ich hatte so viel zu tun und da habe ich gar nicht dran gedacht. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe nicht mal ein Outfit. Und ich sollte das alles vorbereiten. Ich sollte es mit meiner Schwester vorbereiten. Und sie hat mich nicht dran erinnert. Jetzt ganz ruhig. Wir helfen dir. Ich meine, auch wenn wir dir helfen, machen wir doch alle was gemeinsam. Freunde, ihr habt recht. Ihr seid so eine große Hilfe für mich. Ich wüsste echt nicht, was ich ohne euch tun würde. Dafür sind auch Freunde da. Wir müssen das Pferd vorbereiten, denn es gibt eine Hochzeitskutsche. Oh, wie cool ist das denn? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Na dann, kommt Mädels. Penny. Anna, da bist du ja. Ich hab dich ja schon gesucht. Mama, du siehst toll aus. Dankeschön. Und was ziehst du an? Ich dachte, du hättest das schon vorbereitet. Die Hochzeit beginnt bald. Genau, das sollte ich auch gerade erst tun. Ich muss los, Mama. Das ist die Hochzeitskutsche. Die sieht total cool aus. Und was ist das da? Da sind noch die Dekosachen dran. Ich sollte die, glaube ich, auch noch ursprünglich dekorieren. Es wird mir alles wirklich zu viel. Wo ist Mia? Ach, da bist du ja. Ich habe dich ja schon gesucht. Du hast mir wirklich nichts davon erzählt. Du weißt, wie beschäftigt ich war. Anna, ganz ruhig. Ja, es tut mir leid. Ich dachte aber, du hättest dran gedacht. Ich meine, egal. Du vergisst ja sowieso immer alles. Aber ich dachte, das vergisst du einmal nicht. Wir sind zu dritt. Was soll schon Schlimmes passieren? Ich kümmere mich um die Kutsche und ihr um das Pferd. Ich komme danach. Super, Lisa. Danke. Ihr seid wirklich so tolle Freundinnen. Jetzt kommt hier das Kissen hin, dann haben die es ganz schön gemütlich. Das Kissen ist perfekt. Das kommt nach vorne. Ich könnte wirklich ein Designprofi werden. Hier kommt der hin und jetzt können wir das alles dekorieren. Das sieht jetzt einfach nur toll aus. Lisa, ich bin stolz auf dich. Oh ja, das weiß ich auch. Dankeschön. Snow sieht hervorragend aus. Ja, das tut sie. Was ist los, Hannah? Weißt du, ich fühle mich einfach so schlecht, dass ich das vergessen habe. Ich meine, wie kann man das vergessen? Ich habe mich so bemüht, aber... Hey, wir sind Freunde. Wir schaffen das. Ich hol den Putzkoffer. Du kannst ja schon mal die Hufe auskratzen. Ja, das ist eine gute Idee. Jetzt nur noch da. Fertig, alle Hufen sind sauber. Und als Belohnung bekommst du ein kleines Leckerchen. Bin auch jetzt fertig. Perfekt, siehst du? Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich könnte Designprofi werden. Die Kutsche sieht total toll aus. Ach, super, ihr seid wirklich die Besten. In Ordnung, was müssen wir denn jetzt noch machen? Naja, Snow sollte jetzt am besten nicht dreckig werden. Aber sie war heute noch nicht auf der Weide. Ich gehe sonst einfach mit ihr ein paar Stündchen spazieren. Ein paar Stunden? Wir haben nur noch 2 Stunden Zeit. Also höchstens 1 Stunde. Danach kann sie ja auf die Koppel. Okay, dann sind wir in 45 Minuten wieder zurück. Komm, Snow, wir machen jetzt einen schönen Spaziergang durch den Peppertree-Wald. Okay, und wir kümmern uns um die Outfits und um das Essen. Ja, auch um das. Bis gleich. Und? Wie findest du das Outfit? Das steht dir richtig gut. Es sieht wirklich toll aus. Dankeschön. Ich habe mich auch umgezogen. Ich muss aber nur noch die Hasen füttern. Mia, du siehst ja toll aus. Ja, danke. Du übrigens auch, Schwester. Perfekt. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Vielleicht könnten wir noch einen Kuchen backen. Ich habe ein gutes Rezept dafür. Oh, ich liebe Kuchen. So, hier haben wir ein paar Eier. Und weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir brauchen ja die ganzen Tassen, Teller und sowas. Die kommen hier in die Schubkarre und dann tragen wir die zum Tisch. Gute Idee. So machen wir es. Und den Tisch tragen wir dann später nach draußen. So, hier kommt ein bisschen Apfelsaft rein. Super, wir sind fertig. Jetzt muss das Ganze nur noch in den Ofen. 30 Minuten später. So, jetzt ist hier schon mal der Tisch. Und weißt du, was ich mir überlegt habe? Schau mal. Das schieben wir hier hin. Warte, ich komme da kaum ran.
Tada! Oh, ist ein bisschen schief. Tada! Das sieht doch toll aus. Wie hast du das denn ganz schnell hergezaubert? Hier haben wir ein paar Teller und hier noch unser Apfelsaft. Und jetzt habe ich noch hier diesen kleinen Baum aufgestellt. Die Kulisse lässt sich anbieten. Das sieht wirklich toll aus. Und diesen Blumenstrauß werde ich Mom dann später geben. Hey Leute, wie ich sehe, seid ihr ja schon mal weit gekommen. Das sieht ja toll aus. Dann sind wir auch gleich fertig und die Hochzeit kann beginnen. Dann lass uns Snow schon mal fertig machen. Hälfte ab und das andere Gedöns drauf. Snow, sie sieht so schön aus. Wow, sie ist wirklich das perfekte Hochzeitspferd. Nein, 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 stopp, Leute, da fehlt noch was. Vorher? Nachher. Lisa, denkst du nicht, dass das ein bisschen zu bunt ist? Nein, 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 es gibt nie zu wenig und es passt auch zur Kutsche. Glaub mir. Na, dann sind wir ja fertig und die Hochzeit kann beginnen. Kommt, Mädels, steigt ein. Aber da ist nur für zwei Platz. Alles gut, ich bleib hier am Tisch stehen. Der Hochzeitsexpress, bitte einsteigen. Und hier ist ihr Blumenstrauß. Dankeschön. Snowy, komm her. Einmal aufpassen. Wie cool. Sie dürfen jetzt einmal hinausgehen. Oh, warte mal, wo ist der Kuchen? Herr Krämer und Frau Müller treten heute in den Bund der Ehe. Und deshalb möchte ich Sie fragen. Herr Krämer, wollen Sie Frau Müller als Ihre Frau? Ja, das möchte ich. Und Sie, Frau Müller, möchten Sie Herrn Krämer als Ihren Mann? Ja, natürlich will ich das. Dann verkünde ich sie jetzt zum Ehepaar. Wuhu! Oh, Hannah, ihr habt das so schön vorbereitet. Ich kann meinen Augen kaum trauen. Es sieht hier alles so schön aus. Ja, und der Kuchen, der ist... Mom und Dad, die Hochzeit ist so cool. Das haben wir alle richtig toll gemacht zusammen. Aber ich möchte noch etwas sagen. Ohne Lisas und Sophias Hilfe wäre das ja alles nicht möglich gewesen. Deshalb bedanke ich mich nochmal herzlich bei euch. Wuhu! Das ist so ein cooler Tag. Ich mach die Musik an. Und so hatte die Familie noch einen wunderbaren Tag. Und das war's auch mit dieser Geschichte. Leute, ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe natürlich, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Und falls ihr mehr solcher Videos wollt, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder zeigt es halt auch mit einem Abo bzw. Like. Macht's gut. Ciao.